Hallo und herzlich willkommen zum vierten Tag unseres Adventskalenders. Hallo, wir schauen jetzt mal, was sich hier drunter verbirgt. Und zwar Saaten. Saaten. Wir zeigen euch heute, welche Saaten wir füttern und ob die Schweinchen das mögen. Wir wünschen euch allen einen schönen zweiten Advent. Wir kaufen unsere Samen nicht nur bei Kavierland und Heushop, sondern auch bei Mixerama und der Futterkrämerei. Also es gibt sehr viele verschiedene Shops, wo man die Saaten gut kaufen kann. Diese Saaten haben wir selbst gekauft. Das soll jetzt auch keine Werbung für die Shops sein, sondern euch einfach nur zeigen, wo ihr was bekommt, falls ihr noch keine Saaten füttert. Wir kaufen auch nicht immer dieselben Saaten, sondern auch unterschiedliche. Wenn ihr euch da mal ein bisschen belesen wollt, können wir euch sehr die Saatenliste auf meerschweinchenwiese.de empfehlen. Unsere Mischung jetzt besteht unter anderem aus Koriandersamen. Koriandersamen sind gut für die Verdauung, besonders bei Aufgasungen. Sie wirken appetitanregend, verdauungsfördernd und sind krampflösend. Dillsamen, sie sind auch sehr gut für die Verdauung. Schwarzkümmel sind ebenfalls gut für die Verdauung. Schwarzkümmel entgiftet auch die Leber bei Erkrankungen und fördert das Immunsystem. Fenchelsamen sind auch gut für die Verdauung und für die Atemwege. Das ätherische Öl in den Samen hat eine schleimlösende, krampflösende und antibakterielle Wirkung. Mariendistelsamen enthalten essentielle Linolsäure und sind sehr gut bei Lebererkrankungen. Brennnesselsamen wirken harntreibend und anregend. Und damit eine richtige Mischung daraus wird, müssen wir das natürlich noch ein wenig umrühren. Mit dem Löffel hat das leider nicht ganz so gut geklappt. Zum Schluss haben wir das ganze Glas einfach ein bisschen geschüttelt und das ging deutlich einfacher. Während wir die Saaten gemischt haben, wurden wir auf jeden Fall von unseren Schweinchen beobachtet, denn die haben schon richtig Lust darauf und können es kaum erwarten, dass wir ihnen endlich Saaten geben. Und da wir sie gerade erst sauber gemacht haben, bekommen sie noch ein großes Pipi-Pad darunter, sonst ist gleich alles in den Badmatten und wir finden die Saaten nie wieder. Dabei wollten die Schweinchen natürlich auch direkt mithelfen. Und ich glaube, ich hätte den Teller vorher befüllen müssen. Jetzt mit Ruki und Nami, unseren tatkräftigen Helfern, war das doch ein bisschen schwierig. Aber wir haben es hinbekommen. Hier ist nochmal die fertige Mischung. Und es sind auch fast alle Schweinchen direkt am Start. Hina brauchte noch eine kleine Extraeinladung, aber alle sind da und freuen sich und mögen die Mischung tatsächlich sehr gerne. Saaten sind bei unseren Schweinchen auf jeden Fall sehr, sehr beliebt. Sie bekommen ungefähr einmal in der Woche so einen Saatenteller und einen Esslöffel pro Schweinchen. Auch wenn wir den jetzt ein bisschen halbiert haben. So ungefähr kommt das immer hin. Und sie brauchen auch tatsächlich immer mehrere Tage, um das aufzuessen. Wie schon am Anfang erwähnt, besteht unser Mix nicht immer aus den gleichen Saaten. Unter anderem kaufen wir auch Sonnenblumenkerne dazu. Sonnenblumenkerne sind sehr energiehaltig, also kleine Dickmacher. Daher benutzen wir diese überwiegend als Leckerli, was bei den Schweinchen sehr gut funktioniert, da sie auch Sonnenblumenkerne echt lieben. Im Gegensatz zu Erbsenflocken haben Sonnenblumenkerne auch positive Eigenschaften für die Schweinchen. Unter anderem sind sie reich an Omega-6-Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren. Diese sind besonders wichtig für die Haut und das Fell. Gerade für unsere US-Teddys und Rexe ist das ganz besonders gut. Und gerade bei unseren Schweinchen sehen wir sehr deutlich den Unterschied im Fell, wenn es halt Sonnenblumenkerne gab oder halt nicht. Auch Anissamen benutzen wir sehr gerne in unseren Mischungen, denn gerade auf zwei Schweinchen hat es einen sehr besonderen Effekt. Denn Anissamen sind zum einen besonders gut bei Erkältung, weil sie schleimlösend sind. Das kommt Hina mit ihrer Erkrankung sehr zugute. Sie sind außerdem sehr gut bei Verdauungsstörungen oder zur Vorbeugung von diesen.
was gerade Nami mit ihrem empfindlichen Magen zugutekommt. Und noch viele weitere Samen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Und hier kommt die erste Frage zu unserem Gewinnspiel. Der wievielte Adventskalender ist das von den Wikis auf YouTube? Denkt dran, die Antwort nicht in die Kommentare zu schreiben, sondern uns per Instagram, per DM oder an die E-Mail-Adresse zu schicken. Alle weiteren Infos gibt es im ersten Video des Adventskalenders. Das ist noch in der Videobeschreibung verlinkt. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch Saaten oder Saatenmixe verfüttert und welche eure Schweinchen ganz besonders gerne mögen. Wir hoffen, euch hat dieses informative Video gefallen und wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Tschüss! Tschüss!